Warum bist du nicht in deiner Kiste? Hey, Megan. Oh, hey, Leute. Hast du mich gerade Megan genannt? Das ist dein Name, oder? Eigentlich ist Meg die Abkürzung für was anderes. Peter, gibst du das bitte der Schwester? Aha. Roboter in Verkleidung. Joe streitet sich mit einem von der State Police, wer zuständig ist. Danke, Swanson. Wir übernehmen jetzt. Das ist eine Staatsangelegenheit. Niemals. Das ist meine Stadt. Danke, Jungs. Das FBI übernimmt jetzt. Oh nein, das ist mein Staat. Hi, ich bin ein Schülerlotse, der laufen kann. Also habe ich mehr zu sagen als ihr alle. Muss was Ernstes sein. Die schicken die Hochkaräter. Ich muss schnell zu einem Meeting. Ich gebe Ihnen $20, wenn Sie mich hinbringen. 20 Mäuse dafür, dass ich Sie durch die Stadt kutschiere? Vielleicht sollte ich Uber-Fahrer werden. Den Zusatzverdienst könnte ich brauchen. Ist sicher leichter als mein Job bei Pizza Express Press. Sehr gut, pressen, pressen, komm schon, komm, gleich haben wir es, gleich haben wir es, noch einmal pressen. Da ist sie ja. Oh, die ist ja halb Hawaii. Ich glaube, das ist unsere. Sie armer, armer Narr. Der hat uns verputint. Was? Wie findet ihr das? Chevy, in einem eurer alten Filme wäre das doch als witzig durchgegangen, oder? Gut, machen wir weiter. Warum musstest du mich so provozieren? Warum musstest du mich... Quagmire? Hey, wir haben dich alle seit Tagen nicht gesehen. Hey, Peter. Ich habe mir nur diese Internetpornos genauer angesehen. Geht's dir gut? Ja, ja, alles bestens, alles bestens. Ich werde nur nachsehen, was im Briefkasten ist. Hast du mit einer Hantel trainiert? Nein. Nein, ich glaub nicht. Nein, ich tut mir leid, Peter, ich muss wieder zurück. Ist dir klar, was du für einen Schaden anrichtest? Schaden? Was redest du? Ich mach die Welt zu einem besseren Ort. Wie damals als Instagram-Polizist. Tut mir leid, Ma'am, da muss ich was abschneiden. Das werde ich mitnehmen. Und Ende der Einblendung. Hör auf, das will ich nicht machen. Dein Vater und ich haben nichts gemeinsam. Brian, bitte. Wenn du das für mich tust, bist du ein Held. Wie König Artus, als er das Schwert aus dem Stein gezogen hat. Oh, ja. Oh Gott, das ist voll peinlich. Es tut mir so leid, aber es waren 500 Jahre. Ach, das ist ein großer Augenblick und ich versaue ihn dir. Ciao, Patty. Ciao, Esther. Ciao, übereifrige Asiaten, die anstehen, um morgen die Ersten zu sein. Geh weg, kein Zeit zu verabschieden. Ich bin vorbei, weil du Konzentration verloren hast. Verdammt, Konzentration verloren, Leben vorbei. Der History Channel präsentiert ein amerikanischer Erfinder, die wahre Geschichte über Henry Ford. Das ist meine Menschenplattmachmaschine. Sie macht jeden Menschen platt. Steigen Sie ein, fahren Sie auf einen Menschen zu und machen Sie ihn platt. Könnte man sie auch nur dazu verwenden, von einem Ort zum anderen zu fahren? Dafür ist sie nicht gebaut. Es ist eine Menschenplattmachmaschine. Aber man könnte sie so verwenden. Ja, ja, man könnte auch die Mona Lisa als Schneidebrett verwenden. Gott! Ich habe echt Scheiße gebaut. Das letzte Mal habe ich mich so schlecht bei dem Geschwindigkeitsschild gefühlt. Oh. Happy Birthday, Lois. Weißt du was? Heute wirst du offiziell die älteste Frau, mit der ich je geschlafen habe. Ja, letztes Jahr hast du dasselbe gesagt. Im Gegensatz zu dir wird dieser Witz niemals alt. Oh, und ich habe vergessen, die Torte zu besorgen. Hey, Lois, ich mag das Knabberzeug nicht. Kann ich mir vielleicht was aus der Küche holen? Wir dürfen uns Essen aus der Küche holen? Ich hätte Lust auf ein Sandwich. Nein, niemand holt sich was aus der Küche. Daran bist du schuld. Lois, Lois, sperr die Tür ab. Wieso? Das ist die Frau, die immer nur ein Stück probiert und dann flüstert, wie schlimm sie ist. Hi! Oh mein Gott, Sie haben Schokomacadamianus. Könnte ich nur ein kleines Stück probieren? Oh, ich bin so schlimm. Greifen Sie zu. Wollen Sie diesmal auch einen Keks kaufen? Oh, ich lasse es mal lieber beim Probieren. Ich bin so schlimm. Aber wenigstens weiß ich, dass ich schlimm bin. Das macht mich ein bisschen weniger schlimm. Oder schlimmer. Du hattest keine andere Wahl, Peter. Ich wurde aus der Zukunft geschickt. Ich muss mit deiner Haushälterin Sex haben, um die Menschheit zu retten. Was? Bring mir deine Haushälterin. Ich muss mit ihr Sex haben. Ich bin der Terminator. Ich habe keine Haushälterin und ich glaube, Sie sind Arnold Schwarzenegger aus der Gegenwart. Nein, ich bin eine Maschine. Jede Sekunde, in der ich keinen Sex mit einer Haushälterin habe, bringen Roboter Menschen in der Zukunft um. Okay,
fertig für heute. Du hast mich belogen, du hast eine Haushälterin. Lass uns deinen Jungen mit deinem großen Gesicht zeigen. Was auch immer du als nächstes sagst, es ist falsch. Carter war beleidigt, weil ich für ihn arbeiten wollte. Ich meine, jetzt, da wir Freunde sind, will er keinen Angestellten, sondern er will einen Kumpel. Brian, mach uns nichts vor. Wir wissen alle, dass dir Carter egal ist. Du bist auf sein Geld scharf. Nein, 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 er weiß, dass ich sein Freund bin. Tja, das hat Woody auch von Buzz Lightyear gedacht. Oh, Porzellinchen! Was ist denn hier los? Du hast einen Freund in mir? Klingt gar nicht so schwer. Gut, stell dich da drüben hin. Keine Chance. Nein, nein, da darfst du nicht rein. Nein, nein, geh da weg, das ist meine Bikini-Zone. Nein, hör auf, ich hab gesagt nein. Was ist das für eine Pastete? Peter, sie zwingt mich zuzusehen. So, Chris, ich weiß, dass du jetzt kultiviert bist und so. Aber kein Mann widersteht den Sirenenrufen des geistig zurückgebliebenen Supermodels Kate Upton. Tut mir leid, Dad. Ich stehe jetzt mehr auf Beute mit Uni-Abschluss. Aber Chris, das musst du ausnutzen. Die Uhr tickt für Kate Upton. Ihr Fenster ist nicht mehr lang offen. Und vorbei. Los, raus mit dir. Hast du dich nicht erst letzte Woche im Supermarkt verlaufen? Geht es Ihnen gut? Nein, ich bin mit meiner Frau hergekommen und jetzt will ich sie nicht mehr. Oh, sie ist bestimmt nicht weit weg. Kommen Sie, ich helfe Ihnen suchen. Okay. Mrs. Lois Griffin möchte bitte zum Kundenschalter kommen. Wir haben ein kleines Geschenk für Sie. Ich bin Lois. Oh, Herrgott, noch mal Peter. Hey, Lois! George war ein neugieriger Affe gewesen. Aber nach einem Monat Gefangenschaft wartete er nur noch auf sein Futter. Die Zoowärter wollten, dass er sich paart, aber das interessiert ihn auch nicht mehr. 20 Jahre und Millionen Dollar von Zooeinnahmen später starb er. Okay, das reicht mir. Gut, ich weiß, was dir beim Einschlafen helfen wird. Warte. Das hoffe ich sehr, denn ich habe schon alles versucht. Schäfchen zählen, Schlafgedanken denken. Ich habe sogar den Sandmann bestellt. Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und gute Nacht! Du klingst grauenvoll. Du bist fett und faul. Los, verschwinde! Nein, bitte. Ich muss lernen, so gut wie meine Freunde zu spielen. Ich habe sie wirklich enttäuscht. Deine Finger blutet nicht! Du strengst dich nicht an! Willst du wieder das Bügeleisen auf den Rücken? Ich gebe alles, ich gebe alles! Streng dich an! Spiel besser! Warum riecht's hier plötzlich nach Schweinebraten? Was hast du da? Jemand, der mich wieder auf die Schule lässt, sagt was? Was? Verdammt! Okay, dann bis Montag. Und ich kann dich nicht zu Hause lassen. Das letzte Mal haben dich die Kinder erwischt, wie du heiße Maisvideos geguckt hast. Oh Gott, an dem Kolben hätte ich meine Freude. Was? Nein, nein, das wollte ich gar nicht gucken. Ich habe nur draufgeklickt. Und kommt schon, es ist nicht mal ein schwuler Kolben. Es ist ein schwuler Kolben. Es war Babymais. Oh, meine Geschenkbänder, die ich von alten Geschenken aufgehoben habe. Das werfe ich sicher nicht weg. Das ist ein gutes Band. Das ist auch ein gutes Band. Das sind alles sehr verwendbare Bänder. Hey, Kleiner, wie läuft das aussortieren? Ich werfe meine Bänder nicht weg! Ich wollte doch nur fragen, ob ich mir ein Band ausborgen darf. Ach, wie schön, Brian. Du bist bei uns Idioten angekommen. Du fügst dich besser ein als ein Hundertfüßler unter Tausendfüßlern. Und was sollen wir heute machen? 1000 Schuhe anprobieren. Augenblick mal. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 35, 60, 78, 77, 80. Du bist ein Betrüger. Mann, glaubt ihr, dass Joe mit seiner Schreibtischarbeit wirklich so glücklich ist, wie er behauptet? Niemals. Auch ein geschminktes Schwein bleibt ein Schwein. Diese Farbe heißt Morgenröte. Was sagen Sie? Harold? Machen Sie das weg! Was machst du in der Damenabteilung? Ich warte auf dich. Gut, ich bin fertig. Gehen wir. Wer bist du?